Jetzt kannst du frühstücken. Okay, und frisch gestärkt vom Frühstück sind wir wieder in Wien unterwegs. Und was ist unser Plan heute? Du wolltest mit der U-Bahn ein kleines bisschen sozusagen im Kreis fahren. Ja. Und mal ein bisschen Wien angucken. Ansonsten sind wir jetzt hier in der Nähe von unserem Hotel gerade noch unterwegs. Es ist heute ziemlich, ziemlich windig, wie ihr vielleicht merkt. Und wir wollen später auch noch mal im Stadtpark vorbeischauen. Aber dann heute ein kleines bisschen früher zurück ins Hotel, um heute Abend noch mal rauszugehen, Wien bei Nacht zu sehen und natürlich nicht zu vergessen, die besten Fotos bei Nacht zu machen. Definitiv. Denn wir machen auch heute natürlich wieder die kleine Foto-Challenge und zeigen euch dann am Ende vom Tag wieder unsere besten Fotos. Okay, Freunde, wir haben jetzt schon Mittag, haben auch jetzt schon einiges gesehen von Wien, also haben schon ein gutes Stück auf jeden Fall von unserem Kreis, den wir heute mal mit der U-Bahn fahren wollten, geschafft. Nur das Problem hier zum Beispiel, das Parlament, Baustelle, ansonsten das Rathaus, auch irgendwo hier hinter den Bäumen, Baustelle. Irgendeine andere Kirche haben wir noch gesehen, auch Gerüst rumgebaut, auch Baustelle. Also gut. Alles Baustelle. Alles Baustelle in Wien.
Okay, und wie ihr seht, es ist schon langsam etwas dunkel geworden. Wir sind wieder hier draußen, haben jetzt kurz im Hotel gechillt, uns ein bisschen erholt von der Hitze heute und sind jetzt, wie gesagt, nochmal draußen. Und schaut mal, hier gibt es mitten in Wien einfach so einen kleinen Freizeitpark mit Riesenrad, Freefall Tower, Achterbahn, allem drum und dran. Den schauen wir uns jetzt erstmal an und dann geht es, wie gesagt, noch ein paar schöne Nachtfotos machen. Und dann war das jetzt hier auch schon der zweite Tag aus Wien. Ich muss wirklich zugeben, der Freizeitpark am Ende war doch ein bisschen größer als erwartet. Also ziemlich, ziemlich nice auf jeden Fall. Ansonsten haben wir uns natürlich auch wieder für die Foto-Challenge heute jeder ein Foto rausgesucht. Die blende ich euch jetzt ein. Ihr dürft natürlich gerne wieder unten in den Kommentaren mit 1 oder 2 abstimmen. Die Bilder sind nummeriert. Wir haben schon mal ganz kurz in den letzten Vlog reingeschaut. Ich muss mich leider entschuldigen, aber ich glaube, es gibt ein paar kleine Stimmen mehr für mich. Aber Leute, das kann sich ja jetzt ändern. Wie gesagt, stimmt gern für die Fotos ab. Und dann sehen wir uns im dritten Tag, dann auch leider schon der letzte Vlog aus Wien wieder. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall für den Vlog einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao. Sie trägt alle meine Sachen, weil ich sie dafür bezahlt wird.